Gut. Lass mal langsam auch mal losfahren. So, wir fahren tanken. Der Hafen hat sich schon ganz schön geleert. Seinen Stellnetzen oder was auch immer er da guckt. Okay. Aber hören könnte er uns rein theoretisch. Morgen! Kann uns nicht. Kann jetzt nicht? Ja, er guckt nach den Netzen. Alles gut. So, da müssen wir rückwärts mit Backbord dran. Doch vorwärts, oder? Nein. Ach so, du musst so quer gehen, ja, auch stimmt. Ja, oder? Dann kannst du die Vorleine nehmen. Haben wir da was zum Festmachen an dem, direkt an der Säule? Nee, ne? Nein. Ist nur vorne und hinten. Gut, dann. Na doch, hier in der Mitte haben wir doch einen. In der Mitte ist keiner. Natürlich. Achso, du willst dich hier hinlegen? Ja, da vorne haben wir doch gar nichts. Nee, nur an beiden Kopf und Steg. Ja. Hier in der Mitte, oder was? Ja. Und noch nicht ziehen, bitte. Jetzt kannst du dich tun. Nee, mach mal lieber hinterher. Es wäre mir lieber, wenn du hier gucken tätst. Ja, das meine ich. Bitte. Mal so einen Dreierpack dann los, bitte. Kann ich das selbst machen? Das ist gar nicht ganz lang. Das ist gut. Gut, so fertig. Danke. So, kleines bisschen vom Rand frei machen hier. Wird es jetzt, glaube ich, so ein bisschen flach hinter uns. Okay. Und vollgetankt kann es losgehen.
Obwohl, Pfanne, wie viele Schleuse? Wie scheiß drin? Erstmal kommt eine Brücke. Ja, gucken wir mal. Guten Morgen. Viel Action hier am frühen Morgen. Getankt. Ja, Sprit. Guten Morgen. Und jetzt geht's da vorne durch die Ausfahrtbrücke. Müssen wir mal gucken, wo wir da Bescheid sagen. Keine Ahnung. Dann geht's links ums Eck in die... Ist das schon die stehende Mastroute? Doch, das ist Teil davon. Teil der stehenden Mastroute. Richtung Lauersoog. Das reibt die runter, ganz genau. Da kommt dann noch eine Schleuse als erstes. Wie spät ist denn jetzt? Achso, 10.35 Uhr schreibt man die neue Zeitakte mit rein, mit neuem Sprit. Sozusagen. Dann kommt eine Schleuse und dann haben wir hoffentlich weitestgehend Ruhe, glaube ich. Vor Brücken und Schleusen. Das reicht deep, aber so genau weiß ich es jetzt auch noch nicht. Müssen wir erstmal eine Einfahrt in die Brücke hier suchen. Es ging hier rechts rum, ne? Ja, ganz hinten da zwischen den Holzdingen. Nee, hier vorne. Das ist für mich da hinten. Okay, also noch vor den Häusern. Wir fahren nicht an den Häusern vorbei. Du fährst nicht an diesem roten Paddelboot vorbei. Und nicht genau. An dem türkisfarbenen Paddelboot genau, vorbei. Genau, gleich hier rechts ums Eck. Der ist da, wo das Loch ist zwischen den dort gesteckten Galgen. So, siehst du eine Ampel. Gestern waren hier rote Ampeln. Noch sehe ich nichts. Sport hier bellen, die Ampel ist rot. Dann musst du da bellen. Dann musst du an Steuerbord bitte einmal bellen gehen. Mit melden, nicht bellen. Gut. Was sagt er? Kommt over to the Brücke, hat er gesagt. Gut. Was will ich ihn da losmachen? Ich stehe hier ganz dicht dran. Der Wind kommt von da. Ich weiß. Nehmen wir jetzt was zu Hilfe. Hoppala. Paddela. Das ist schon rot-grün. Ja. Paddela kam ja vor. So, sieht man da schon die Brücke? Nein, aber du siehst rot-grün, ja? Ja, ich sehe rot-grün. Ich sehe aber die Brücke nicht. Man wartet ja hier nicht auf grün. Manchmal wird es ja nie grün. Dann fahr doch erstmal um die Ecke. Und dann bin ja schon dabei. Auch die Brücke sehen. Ich sehe auch keine Brücke. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie auf ist. Die Brücke ist auf, genau. Ist schon hoch. Ich sehe also offen. Man hat sie. Auf alle Fälle ist es für uns hoch genug. Oh, lacht man immer noch draußen. Ach, grün geworden. Das ist ja interessant. Was sind das denn für, wie werden die denn auf einmal so schnell gespannt, die roten Dinger für die Fußgänger? Die kommen runter, ist ein Schrank. Ach, das sind zwei halbe, deswegen ich dachte, was ist denn das so gut Welt in der Mitte? Es geht die Brücke zu. Ja, das heißt, der hier wollte wohl nicht. Ne, der liegt da schon länger oder so. Da rudern. Ja, ist glaube ich eine gute Idee, mal vorn zu gehen, zu gucken, ob da was kommt, was Großes, Kleines, Mittleres, wo dann ist. Die waren einkaufen.
guck jetzt nur zu Heidi. Heidi sagt, es ist frei, dann komm mal Fahrt. Und da fährt mit Musik. Oh, war nicht schlecht. Das ist schön. Sei ihm gegönnt. So, wir fahren jetzt das Reitdieb. Fahren das Richtung Schleuse. Wie weit ist die ungefähr? Weißt du hier ist ja keiner eingezeichnet, ich weiß es nicht. Für mich gibt es hier keine Schleuse. So, auf alle Fälle war das weit ist die jedenfalls nicht. Ja, ist doch gut. Vorher kommt eine Hubbrücke. Da musst du wieder bellen gehen. Melden. Ja. Oh, die ist schon rot-grün, das ist nett. Die Ruderer können jedenfalls durchfahren. 1,80 ist die. Danach kommt die Schleuse. Ist sie direkt bevor man auf das... Vor dem Kreuz, ja. Ach so. Wir fahren dann geradeaus weiter, oder? Ja. Dann müsste erstmal gar nichts mehr kommen, ne? Eine Brücke 370, die ist so gut wie nichts. C3 müssen wir jetzt hier nochmal gucken, ja. Poningen ist hier, Reitdieb ist hier. Hier ist auch die Schleuse eingezeichnet, stimmt, vor der Brücke. Das kann ich auch so liegen lassen. Jetzt geht's los. Schon guten Morgen gesagt, Hammer, oder? Ja. Wir hatten 2 Tage Kroningen. Ja. Im Reitdieb, gestern mit ordentlich Sturm. Ganz gefährlicher Sturm. Also 100 Stundenkilometer in den Höhen. Hat schon einige Persenning ein bisschen zerlegt. Der eine Segler hat seine ganze Windex- und Windmastanlage verloren, hat er mir morgen erzählt. Da ging ein bisschen was kaputt. Aber wir hatten 2 schöne Tage mit der Old Gilly und Wolfgang und Marlene von der Old Gilly und mit der Zweisamkeit und Armin und Judith von der Zweisamkeit. Richtig. Die Brücke knarrt. Ja, mit denen haben wir schön zusammengesessen vorgestern. Gestern war wirklich richtig nett und super. Netter Austausch, sympathische Menschen. Hat es gepasst? Noch nicht grün. Ich weiß, Heidi, man wartet hier nirgendwo auf Grün. Manchmal gehen die gar nicht auf Grün. Wir passen aber locker durch. 6 Stundenkilometer. Ja, hab ich. Mindestens. Große Brücke. Ja, mit denen hat man wirklich ein nettes Beisammensein. Ja, es sind hier mal so ein paar Eindrücke. Heute Morgen sind sie wieder weg und heute Morgen wollten, was laut. Heute Morgen wollten alle Richtung Süden außer uns. Wir wollen Richtung Norden. Wir kamen ja von hier. Genau, die wollen aber alle dahin, wo wir herkommen. Spinnen, die sich von einer Rolle abfallen. Einstimmig haben sie beschlossen, dass diese Route jetzt nach oben übers Lauersmeer oder Lauersoog schöner sei als die, die nachher in den breiten Prinz-Margreten-Kanal mündet, also die sogenannte stehende Mastroute, die solcher Kanal und geradeaus wie Autobahn halt. Und wir sollen doch was Schönes suchen und jetzt nehmen wir das Schöne. Wir fahren also Richtung Lauersoog und Lauersmeer. So, das kommt nicht steuer.
da kann man den Strand. Ne? Kann man. Das ganz am Ende erst, ja. Sprich. Frau hat das 78. Lauersoog kann man doch dann ans Strand. Kommt drauf an, wie weit wir da fahren. Ja, aber nach Lauersoog ist doch ganz oben an. Ja. Wir können da links rein, weiter die stehende Mastroute. Jungs, wir haben ja 6 Stunden. Ach genau, wir fahren ja die stehende Mastroute. Die, genau, da rum. Aber dann fährt man nicht nach Lauersoog. Nee, Lauersoog würde heißen geradeaus durch. Genau, an der Nordsee liegst du dann nämlich, am Wattenmeer. Das machen wir mal. Wind und Wetter. Ja, bin ich auch für. Und wellenabhängig, wie es Heidi da geht. Heidi mag nämlich nicht so richtig Wellen. Das wissen wir. Heidi mag auch dollen Wind nicht so wie gestern. Nee, der hat echt überall gezerrt und es hat geklappert und der hat getost, Töne gemacht. Das war mir unheimlich, echt. Das war nicht schön. Gut, so 100 Stundenkilometer ist auch kein laufendes Lüftchen mehr, ne? Nee, über Amsterdam waren es 145, also gar nicht so weit weg von hier. Und das war der schlimmste Sturm, seitdem dort Wind gemessen werden, haben sie erzählt. Genau. Moin. Moin. Wenn halt nicht. Wir warten auf die Schleuse, nehme ich an. Wundern sich über unsere Flagge. Ja, über welche? Da hinten die. Ja. Ja. Dürfen sie. So, da stand da 6 Stundenkilometer, oder? Vor der Brücke. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den ganzen Kanal gilt hier. Ja, schon, dann fahren wir auch mal rein. Das weiß ich nicht. Und steht das im Almanach oder steht das in irgendwelchen Revierinfos? Ja, in den Infos müsste das eigentlich stehen. Und wo sind die hier? Das weiß ich nicht. Ach, Michael. Aber bei dem Almanach, bei den ANWB-Karten müsste das auch nicht beispielen. Schatz, Description Update Service. Nee, da können Sie nicht jedes einzelne Dieb jeden Meter machen. Wenn auf der Seite. Aber ich würde mal gucken in der ANWB-Karte. Hier, das Ding? Ja, Nordkrone. Dort ist. Da hast du den größten Detail. Nordkronen. Groningen ist nämlich die Provinz hier. So. Wie heißt die Schleuse? Ich gucke. Dockwerder Schleus. Da ist jemand drin, oder? Ja, ja. Aber es sieht da links nach Halterpunkt aus. Also fahren wir da mal ran. Rechts auch. Aber links steht ein Schild und da ist eine Klingel. Zweitbänder? Ja. Also laut Karte müssen sie eigentlich runterfahren. Ja, die fahren runter. Dann müssen wir uns festmachen. Ja. Darfst du ziehen? Guten Morgen, wir würden gerne hier durchschleusen nach unten zum Tal. An der erste Schleuse. Dort wäre das Neue. Ja, sie. Dort wäre das Neue. Dort wäre das Neue. Danke. Oh.
ich habe es nicht gesehen. Die Kommunikation wird nicht mein Freund. Michael und Fremdsprachen ist schlimmer als Michael und Namen, möchte ich das nochmal sagen. Ja, fremde Namen. Fremdsprachige Namen ist genauso schlimm. Ja, wieso? Letztlich lest das doch so vor, wie es da steht. Ja, Heidi macht das nächste Mal. Da bin ich dafür. Wir fahren eben hinterher. Ist drin? So, auf einmal wird es voll. Zwei Plattbodenschiffe, davon ein großes hinter uns. So, wenn sie nach rechts geht, gehen wir links daneben, ne? Wenn sie nach links geht, gehen wir rechts daneben. Gut. Und was sagt die? Wir dürfen einfahren. Gut. Und nach vorne durchfahren. Sieht doch so aus, als wenn er nach Backbord fährt, oder? Boah. Im Augenblick ja. Nein, gucke mal. Nein, wir bleiben bei Backbord. Da sind so Poller. Ja, vielleicht nimmst du lieber die Vorleine, oder? Zweite von vorne. Guck mal, und sie steht. Das schloss auch. Heidi, Steuerbord. Den nächsten, der kommt. Kommst du da ran? Holst du mal rein? Holst du rein? Heidi!
links und rechts der Kanal ist ein bisschen öde. Das ist ein Mittellandkanal. Ja. Der Dortmund-Ems-Kanal. Ja. So, 6 Stundenkilometer. Wir folgen dem jetzt immer völlig vor uns. Nehmen wir an, das Segelboot wird demnächst überholen. Guck mal, wie ernst es wird hier so nehmen mit den 6 Stundenkilometern. Weiß ich nicht. Plattfußbrücke, das ist auch lustig. Aua. Ganz schön Bumm hier vorne. Fährt schon recht zügig hier. Den 6 Stundenkilometer ist wohl nicht so ernst gemeint gewesen. Das durfte man nur durch die Brücke mit 6 und danach durfte man wieder schneller. Ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Ich auch nicht. War dann nur irgendwie Funknummer. Der Kanal angegeben. Ja. So, der erste Funkversuch auf Deutsch. Ha, hat geklappt immerhin. Die Brücke geht auf. How to Bodum here, the door for the search? Ja, en klopt het dat u met 1 persoon bent of bent u zeg maar met 2? 2, maar 1 is ziek en die zit in de bed. Ja, nee, oké, dan is het begrepen. Dan heb ik het goed ingevoerd. Wat is de Rijn, Heidi? Peterschap. Goed. Ist da
Jetzt ein bisschen kurvig hier rum bis zum, da ist das Ding, Lauers Meer? Nee, gar nicht. Doch mal her. Ja, das ist ein Bandort. Das sind wir noch lange nicht. Wir sind jetzt hier. Das eben war Gerns Dingsbums. Aduatzeil? Nee. Nee, nee. Garnweb fahren wir eben. Garnweb, da war ein schöner Liegeplatz. Also zumindest mit einer schönen Kneipe und einer Mühle, sah nett aus. So, jetzt fahren wir hier ein bisschen um die Kurven. Dann kommt Roder Hahn. Da haben wir wieder eine Brücke. Sieht auch nach einem netten Liegeplatz aus, aber ohne Ort. Na, wir gucken mal. Wir wollen nach Soutkamp. Da sind zwei Häfen. Das wäre natürlich nett. Ja, aber da irgendwas Schönes kriegen. Was ist das für ein Vogel? Ist keine Gans, oder? Doch. Fasan? Nee. Wäre auch komisch hier bei. Ich weiß es nicht. So, letzte Brücke wahrscheinlich für heute, Roder Hahn, und die vor uns drücken gerade auf den Knopf. Das sieht so aus, ist schon rot-grün. Jetzt fahren wir weiter, ne? Wir fahren weiter. Ja. Ja, so dolle sieht das da links auch nicht aus. Nein, nein. Ist ja auch nichts drumherum, da ist wirklich so. Nee. So, wenn wir da durch das Städtchen laufen könnten, wäre es ja nicht blöd. Brücke, da, Schranke geht schon runter. Weg, oder? Sehe ich das falsch? Ja. Dann kann man nicht so gut dann sehen, ob man schon durch kann. Im Gegensatz zu hoch gehen. Ist überhaupt nichts weggehen. Hm? Ich sehe gar nichts schwenken. Ich dachte, du bewegst dich weg von uns. Noch enttäuscht. Wünschdenken. Jetzt, die schiebt sich weg. Das ist wie so eine Schiebetür. Mhm. Also der hintere Teil, der geht so auf. Und da muss ja noch irgendwas aufgehen. Und jetzt bewegt sie sich da rum. Ja, die dreht sich. Ja. Dann gehen beide Seiten auf und die andere Seite für den Gegenverkehr sollte da einer kommen. So, und das hier links wäre definitiv kein schöner Hafen für uns. Der wäre selbst für unser Boot zu klein.
Für Längssteg? Wieso denn? Was denn für ein Längssteg? Ja, hier außen dran. Das ist so der Passanten-Dings. Stimmt, da hätten wir liegen können. Ja, hab nur die Seitenstege, da sie auch jetzt gibt, aber Stoff hier. So, das war tatsächlich letzte Brücke, ne, für heute. Ja. Hier rechts ist auch Camping. Und da steht da irgendwas. Stellplatz für ein Wohnmobil. So, das heißt, wir fahren heute nach Sautorn. Sudkamp. Da sind wir mal gespannt. Interessantes Haus hier in Steuerbord. Das sind ganz viele davon. Ja, Camping, ja, ja. Ferienhäuser und sowas. Und das ist auch alles private Stege hier, also für Leute, die ihre Boote mitbringen. Ist schon wieder warm. Grasdachwohningen. Grasdachwohningen NL. Pünktenell. Pünktenell. Die Pünktenell-Geschichte erzählen wir euch bei Gelegenheit. Vielleicht heute Abend. Weil ein einschneidendes Hollandland ist. Das ist aber schon lange her. Ja, macht nichts. Ich sag nur Pünktenell. Eine Durchfahrschleuse. Das Bodenschiff hatte sich die Brücke hochbestellt, die geht jetzt hoch. Dahinter ist eine Schleuse, die normalerweise offen ist und die scheint auch heute offen zu sein. Der vor uns hat jetzt auch Gas gegeben und ist ein bisschen hinterher, hinter dem Plattboden, damit wir hier mitfahren können. Und der hat nämlich keinen Funk vor uns. Der muss mal klingeln gehen. Haben wir ja vorhin auch gemacht. Wir fahren trotzdem raus, ne?
aufpassen sollst, wie es strömt. Mit den Ampeln ist hier häufig eher so optional, würde ich mal sagen. Auf dem Wasser. Schleustüre schließen automatisch um 19 Uhr. Schnell, beeil dich. Warum? Weil der klingelt. Es gibt Leute hinter uns. Ach so. So, das war jetzt die letzte Brücke, die hat man übersehen, weil die Schleuse, ja, ist meistens offen, aber die Brücke dazu natürlich nicht unbedingt. Hier links ist jetzt ein Hafen, ist aber nicht der, zu dem wir wollen. Camping am Yachthafen, bewahrter Wolf. Ja, da gibt es auch eine Tankstelle. Das hatten wir ja nur heute Morgen. Jetzt fahren wir noch, wie lang? 6-7 Kilometer, ne? 5,5 Kilometer, also gute halbe Stunde. Stimmt nicht. Höchstens 5. 4,5 bis 5. Ein guter Planer meinte 4,5. 5,5, Entschuldigung. Also ungefähr eine halbe Stunde jetzt. Egal ob 4, 4,5, 5, 5,5. Hier sind ja die Kilometer immer reingezeichnet. Bitte? Hier sind die Kilometer ja drin. Okay. Wir sind jetzt bei 29,7. Wir wollen nach. Das steht hier nicht mehr. Sautkamp in den. Ja, ja, weil hier 33 und dann haben sie nicht mehr weitergezählt. Okay. Heute Morgen die Hafenmeisterin in Groningen meint, das sei ein schönes Städtchen. Jetzt kenne ich deren Geschmack nicht. Vielleicht gefällt es uns ja auch. Wer mal sehen. Auf alle Fälle war meine Vorstellung so von Holland, wer fährt in irgendeinen schönen Hafen, es ist Sonnenschein, ein bisschen Wind, man schwitzt nicht, brennt nicht, aber es ist angenehm warm. Man hockt sich irgendwo hin, legt die Beine hoch und bestellt so ein alkfreies Weizenbier oder Snippetchen, irgend sowas und genießt den Tag, ja. So habe ich mir den ersten Hafen in Holland vorgestellt, die waren jetzt alle ein bisschen anders, aber kommt ja noch. Gar nicht überlappt. Was wäre deine Vorstellung gewesen, Mike? So ähnlich. Und ums Eck noch ein Imbiss, bei dem es ausschließlich auf hervorragenden Kibbeling gibt, mit hausgemachter Knoblauchsoße. Nee. Nee? Nein. Ich will Gemüse. Okay, Gemüse hast du mal gestern. Das war unser Juli-Gemüse. Das war Salat, weil das war nichts gekocht. Das stand doch aus Gemüse. Das waren Blätter. Ja. Das war nichts Gemüsemäßiges. Paprikastreifen. Na gut. Also er darf Kibbeling mit Gemüse haben. Für die einen Gemüse, für die anderen Kibbeling. Es sei denn, Fritten fallen bei dir auch in die Kategorie Gemüse. Ja, ist doch. Kartoffel. Kein Fleisch, kein Fisch, also Gemüse. Ja, nee. Immer das Gefrittierte. Wir lassen uns überraschen. Irgendwas werden wir zu essen bekommen. Ja. Wir nähern uns dem Ort. Wie heißt er nochmal? Zuidhorn? Nein, Quatsch, da oben. Das ist zugeschlagen. Sudkamp. Kann man das nicht merken. Na gut. Macht nichts. Vorne Segelboot und Backbordenschiff. Und irgendwo da vorne an Steuerbord ist der Passantenhafen. Und da wollen wir rein. Jetzt musst du gucken, da kommt ja ein Segler.
Jo, mit dem Zeugs. Wir gleich die Farbe hinter der Tonne. Was denn? Fährst du dem an dem Kleinen hier hinterher, oder? So ein bisschen, ja. Du könntest ja hier den Tonnenstrich verlassen. Das mache ich auch gleich, aber hinter der Tonne. Und gerne gegen den Tonnen. Verlad das Nellwehr. Genau, das würde unser Navi sagen. Nehmen die folgende rechts ab. Sieht nach vielen Schiffen aus da. Bin ich mal gespannt. Ist aber in so einem Hafen nicht unüblich, dass man dort Schiffe findet. Ja, das stimmt. Da ist was dran. Ohne Seitenschwerter und ohne Segel bzw. Mast. Ist das andere Plattbodenschiff schon durch die Brücke, ne? Das andere? Das hatte so viel Vorsprung schon. Ich war, das war ja auch erheblich schneller. Ja. Das hier ist ein ziemlich großes Bodenschiff, ne? Ja. Der rote Verwachting. So, das hier ist jetzt unsere rote Tonne. Falsch, ist jetzt unsere grüne schon. Weil da geht es direkt, der vor uns fährt da glaube ich auch rein, direkt in den Passantenhafen. Okay. Da schließt sich mir jetzt überhaupt noch nicht, wie viele Plätze da frei sind und ob, aber das werden wir ja sehen. Schon ein Päckchen an Steuerbord. Liegen im Päckchen. Ich weiß noch nicht, was mit diesen Plätzen hier ist. Keine Ahnung. Das könnte aber zu der Grunow-Yacht gehören natürlich. Ne? Wohin stand da was von Niet anlegen, aber hier steht da nichts. Weltkampf und Südkampf. So, jetzt sind wir schon mal da. Der hat was für sich gefunden. Ja, den hätte ich auch gut gefunden. Aber hier, komm mal, vielleicht, was ist denn hier? Wir fahren mal weiter erstmal durch. Was ist denn hier? Ja, wir fahren trotzdem erstmal weiter durch und gucken, ob wir was da links Platz finden. ZK, das ist was anderes. Da darfst du wohl nicht, das sind rote Schilder. Ja. Also der kann da noch rein. Was sind wir da beim Nehmen? Davor. Da ist keiner richtig. Hier ist läuft eigentlich nicht so richtig unter Liegeplatz, ne? Dann mal weiter. Nee, das ist kein Liegeplatz. Dann kann man... Naja, das ist ja schon so beschwert. Das ist ein bisschen schade, er hat ja fast den letzten genommen. Ja. Er hat den letzten genommen. Schade. Das ist da hinten, da kann man sich dann noch so links sehen. Meinst du neben dem Fischer an die Stirnseite? Da kommt man ja heute nicht mehr raus. Gut, hier ist definitiv zu kurz. Wäre ein interessanter Anleger, aber ich habe keine Ahnung, ob man da dann runterkommt vom Schiff. Nee, lassen wir mal, oder? Ja. Machen wir jetzt wieder raus. Ja. Durch die Brücke und in den anderen.
praktisch schade, mit einem zu spät gekommen. Den hat doch überholt, ne? Hätte man den mal überholt, ja. Oh, da hinten ist natürlich eigentlich einer, ne? Hm? Nein? Meinst du? Bitte? Da hinten? Das ist nicht so. Man hat auch nichts zum Festmachen, oder? Beiden großen Teil. Na gut, dann nicht. So, die Brücke ist jetzt wie hoch? Weil, Zartkamp 3. $3.55, wenn ich das richtig sehe. Na gut. Reitdepot ist es. Da können die nicht da noch ein bisschen aufrutschen, dann könnten wir da noch dazwischen. Das reicht nicht. Na gut, dann fahren wir weg. So, müssen wir jetzt hier einmal um Block, ne? Ja. Das sind doch schon direkt grüne Tonnen von der Durchfahrt. Ja, kannst du einmal rumfahren um die Ecke. Und dahinter ist die Schleuse. Die Schleuse hat zu. Also die Schleuse ist im Max. Da kann man durchfahren. Also auf, ja. Sogar auf oder zu. Ja. Einfach weiterfahren. 3,50 soll die sein. Denn das, das ist die 3D-Brug und die ist 3,35,5. Ja, dann passen wir durch. Das hier rechts ist, glaube ich, gilt nicht. Also das darf man Hafen, nicht, oder? Ich glaube nicht. Warte mal, da steht irgendwas. Hier noch Sportboote liegen würden. Welcome. Nicht länger als 14 Meter. Sind wir nicht, ne? Wollen wir uns da hinlegen? Gibt es aber zum Festmachen. Sind Ringe vorne dran und hast hinten Dalben. Vorne sind Ringe dran. Man liegt halt nicht so schön, man ist außen dran, ne? Aber ja, was meinst du? Ja. Mit der Leiter da? Nicht so? Ja. Und wir fahren, wir gucken in den Sportboothafen. Gut. Das ist auch ein, also so ein Anleger für durch die Brücke zu fahren. Das ist jetzt der größere. Was ist hier drin? Passantenhafen rechts rum, aber da ist doch auch. Ja, fahr mal da rein. Auch auf das Gelände. Jo. So, dann drehen wir hier einmal um Block. Wenn das geht, lege ich hier an dem Steg mit Steuerbord an. Also innen? Ja. Ja. Wenn wir da irgendwas zum Festmachen. Das sind lauter so kleine Ringe. Ah, okay. Oder gut, warte, da ist hinter Ringe? Steuerbord, alles klar. Ringe? Ja, glaube ja. Irgendwas ist da. Irgendwas hängt da rum, ja. Gut, aber du wirst drunter müssen, definitiv. Es sind Ringe, die an Ringe hängen. Ja. An diesen da, ne? An den ja. Steiger. Ja. Vorsicht, du hast jetzt hier hinten einen riesen Strauch liegen. Da.
Ich kann jetzt aber nicht anders. Ich muss jetzt was machen, sonst treiben wir hier sonst wohin. Nein, nicht sonst. So, und wir treiben gerade ab. Ne? Gut, dann fahre ich da vorwärts ran, dann machen wir das andersrum. Die können wir doch von gestern machen. Wen? Die ja, wir verstehen. Der von heute Morgen. Hallo. Ja, gerne. Und Heidi darf ziehen. Leg ihn rum, bitte. Voilà. So. Okay, mach das drüben durch, durch den, der ist super. Ja, bei dem hin. Haben wir ja doch noch einen Hafen bekommen. Sehr schön. 14,57. Oh, sieht doch ganz nett aus, mit Kneipe da oben, wie geplant. Ja, jetzt haben wir unseren Anlegeschluck, unser alkfreies Bierchen hier.